ihr wisst, wohne ich mit 25 noch zu Hause bei meinen Eltern im Kinderzimmer, aber habe schon einiges für meine Wohnung angesammelt und zeige euch jetzt Part 2 von den Dingen, die ich schon habe. Einmal diese wunderschönen Eisbecher für 3,99 €. Dann habe ich diese wundervollen Teller mir mal gekauft für 6,99 €. Dann diesen Eisportionierer für 6,99 €. Dann habe ich hier noch einmal diesen super süßen Muffin für 7,99 €. Da kann man Sachen drin verstecken. Dann noch ganz viele verschiedene Eislöffel für 3,99 €. Weiter geht's mit diesen Handtüchern für 9,99 €, diese super süße Käsereibe für 2,59 €. Wie süß ist die bitte? Ich habe mir dann bei H&M einmal diese Salz- und Pfefferstreuer gekauft, einfach in Lippenstiftform. Das ist der beste Sparschäler, den es gibt bei Ikea, der kostet nur 3,99 €. Diese wunderschöne Tasse für 3,99 €. Dann habe ich noch Schwanen-Salz- und Pfefferstreuer von Sass & Bell, genauso wie diese Untersetzer für 10 €. Ein Türstopper für nur 15 € von Zara Home. Dann diese super süße Zuckerdose für 3,99 €. Dann noch so ein Letterboard für 3 € von Action. Diese Aufbewahrungsbehälter für ca. 10 € von Butlers und dann noch dieses Tastenset von H&M für ca. 10 €.